Was ich auch probieren kann, ist, ob der hier. Ob der hier auf Cage steht. Vielleicht. Es kann ja immer sein, dass es welche gibt, die das tun. Ja! Oh, danke Gott. Dankeschön. Das ist auch so normal. Und das heißt, den kann ich sogar niederprügeln. Da hinten in der dunklen Ecke da. Komm mal mit. Die schöne Frau geht um die Ecke. Und? Was jetzt? Gott sei Dank. Meine Güte hier. Ich werde trotzdem nicht speichern. Jetzt haben wir wenigstens den ausgeschaltet. Relativ kosteneffizient. Und zwar ohne Kosten. Jetzt fesselt die den nicht. Gut, 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 speichern. Also, der nächste. Ganz leise. Jetzt haben wir wenigstens diesen Umgucker da ausgeschaltet. Oh, hier steht auch einer. Oh, shit. Hat denn irgendjemand im Blick? Jetzt nicht mehr, gell? Dann könnten wir doch tatsächlich... Der hat auch zwei geschluckt. Gut, das haben wir also auch. Wie die da weggerutscht ist. Alter, wie knapp das wahrscheinlich am Sichtfeld vorbei war. So, du also auch. Das heißt, ich muss nur an dem da hinten vorbeikommen. Und hab's dann eigentlich reingeschafft. Weil die sich gegenseitig nicht beobachten. Gut, der hat's nicht gespannt. Und so, dann müssen wir dem hier noch aufs Maul geben. Halt's Maul. So. Sehr gut. Souverän. Graf Souverän. Oh Mann. So. Und wo gehen wir drauf? Da hinten. Weil hier kommt der mal gar nicht in die Tüte. Was? Wie der guckt. Guckt der auch woanders hin? Also der läuft hin und her. Ja gut, der stört nicht weiter. Der hier stört noch. Den können wir aber auch niederhauen. Wenn der sich umdreht, kann ich da einfach so um die Ecke gehen, ohne dass es merkt. Genug getrödelt. Hab ja kurz Zeit. Er merkt's, er sieht's. Bin schon ganz knapp noch nicht. Ein Ass im Ärmel. Scheiße. Also, ganz knapp nicht. Schaut mir jemand nach. Was ist so? Es wird gelb, es wird gelber, es wird orange. Das Blickfeld wird kleiner und er hat sich umgeguckt. Okay. Geht das? Ja, es geht. Dann ist er auch gut. Gott sei Dank, die Verführungstaktik geht wieder. Ich muss nur gucken, dass der den hier nicht bemerkt. Mit den Kopfschmerzen. Gut. Wenn ich hier mal drin bin, kann ich hier... Ja, im Prinzip wäre es optimal, wenn ich hier schon rauf könnte. Das wäre schon um einiges optimal. Oh, steht ja schon bei mir. Oh, dann kommen wir nochmal weiter mit. Sorry, Kumpel, ich hab dich jetzt echt vergessen. So. Für alle Fälle. Fesseln, speichern, weiter geht's. So, na, das war das nächste Problem. Was ja auch noch interessant wäre, ob einer von denen, ob der Clown da drauf anspringt. Na, dann mal los. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach du. Dann muss ich also erst den hier niederschlagen. Weil da muss er erstmal wegkommen, weggehen für. Aber da komme ich rum, das müsste eigentlich schon gehen. Ganz knapp, aber das müsste gehen. Ja, jetzt guck weg. Guck woanders hin. Schau dir ein Schiff an. Keine Chance. Dankeschön. Das ist ein schönes Schiff. Schaufelraddampfer. Gefällt mir. Mag diese Art von Schiffen. Mag die ganz dolle. So, mal gucken, ob das geht. Und schwupp. Also, das geht schon mal nicht. Weiter geht's. Dann geht vielleicht das.
Ja, das geht. Also, du bildest die Männer aus. Finger weg von einer Lady. Ach du Assi, ich hasse die Fettsäcke. Ich hasse sie so sehr. Okay, dann muss ich den weglocken. Aber da liegt der hinten da. Oh Mann. Na Kleiner, wie sitzt mein Kleiner? Weiter geht's. Jetzt bin ich aber gespannt. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Dass der jetzt ja nicht falsch guckt. Das darf uns nicht passieren. Verdammt. Och nein, der Dicke, warum der Dicke? Ich hasse den Mann. Ich hasse die Dicken, habe ich schon gespannt. Einmal erwähnt. Dicke sind crappy, crap, crap. Wieso, wie guckt der denn? So. Dann laufen wir halt nur hier hin. Na, noch ein Ass im Ärmel? Das dürfte eigentlich auch keiner mitkriegen. Die Sache ist, ob der hier irgendwie im Entferntesten... Hat jemand Lust auf eine Runde Poker? Ganz leise. Zack. Also gut, niedergeschlagen und gefesselt. Das heißt, da der jetzt hier liegt, hab ich kein Make-up mehr. Das heißt, ich muss hier hinten rein. Ich kann halt nicht mehr... Kann ich verführen noch? Eigentlich nicht, der liegt hier ja jetzt so richtig doof. Ja, wenn die beiden hier auf Verführung reagieren würden und ich einfach so reinlaufe, dann könnte ich sie ja theoretisch hierher locken und so einfach, dass sie zusammenstehen. Das könnte ja gehen. Aber ich bezweifle mal ganz stark, dass das geht. Weil es sind Wachleute, Wachleute. Oh, der steigt drauf ein. Der steigt auch drauf ein. Und der... Der nicht. Scheißkerl. Geil. Das heißt, ich könnte die beiden Wachleute tatsächlich mit genug einem... Getrödelt. Na, Kleiner. Mit einem Puderdöschen niederschlagen. Bin schon unterwegs. Und? Was so. Das kann's doch jetzt nicht sein, oder läuft er an mir vorbei wie ein Assi? Jetzt bin ich aber gespannt. So. Wie sitzt mein Kleid? So, bilde du nur deine Männer aus. Schaut mir jemand an? So, jetzt kommt mal her. Ihr beide. So, F5. Das heißt, die beiden sind ausgeschaltet. Jetzt kann ich ja theoretisch den hier auch einfach niederschlagen. Könnte ich, nicht wahr? Na, dann mal los. Wenn ich mich irre, dann sag mir Bescheid, aber es müsste doch gehen. Natürlich geht es. Oh, und wie das geht. Jetzt bin ich an der Reihe. Endo. Keine Bewegung. So. Und los. Bleib da. Das heißt, wir sparen uns halt die Arbeit, die wir hier hätten, im Prinzip. Weil wir hätten schon, ich hätte ja hier hinten, hätte mich schon hier hinten reinschleichen können. Aber hier hinten ist halt dann auch einiges los. Das heißt, ich hätte den hier auch irgendwie ausschalten müssen. So oder so, hätten also so oder so wahrscheinlich Puder verbraucht. So, jetzt müssen wir aber erstmal beobachten, was geht. Also die Eingänge sind hier an den beiden, brauche ich es gar nicht erst versuchen. Wir sind hier jetzt ja auch bei der... Hier rein. Verschlossen. Geil, ihr Assis. Und was ist hier hinten? Wo guckt der hin? Ja, der hat es voll im Blick. Also ich muss hier reingehen. Es gibt es einen Punkt, wo beide weggucken. Jetzt guckt der weg. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt guckt der weg. Bin schon unterwegs. Und? Jetzt dreh dich schon um, du Assi. So.
Nur eine Sekunde. Na, noch ein Ass im Ärmel? Dauert nur eine Sekunde. Tja. So, wie wird's gemacht? So wird's gemacht. Also, da war aber ein bisschen zu flüchtig. Das kann jetzt aber, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Nicht mit dem Kleid. Yay, ich hab das Quicksave vergeigt. Ich hätte da kein Quicksave drücken sollen. Jetzt bin ich aber gespannt. Es ist eh verschlossen, die Tür, gell? Ja. Moment mal. Eine Möglichkeit gibt's doch noch, eine Alternative. Na dann mal los. Den da hier nämlich. Und dann hier hinten rum und die beiden gleichzeitig mit Make-up. Na, noch ein Ass im Ärmel? So, jetzt kriegt er einfach aufs Maul. Die normalen kann man ja niederprügeln. Ich glaube nicht, dass ich die Geheimdienstleute oder die... der den Secret Service einfach so niederschlagen kann. Aber mit die beiden könnte ich, wenn ich schnell genug bin, mit Puder betäuben, könnte einfach hier reinstiefeln und dann hier unter, oder einfach reinrennen am besten. Ich muss ja nur hier reinkommen. Na dann mal schaut los. Mir jemand nach. Das heißt, was ist das? Ist mir noch nie passiert. So. Puder, meine Freunde, ist das Puder. Jetzt sieht er hübsch aus. So. Bin schon unterwegs. Das ist verdächtig. So, das hat jetzt jeder gehört. Das heißt, das lasse ich lieber mit dem Rennen. Die Frage ist natürlich gleich, was der hier macht. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Schaut mir jemand nach? Ja, ich habe mehr als genug Zeit. Zack. Boah. Und das war die leichte der beiden Missionen. Also, we did it. So, was machen wir jetzt? Nächste Mission. Gucken wir uns doch mal die Filmsequenz an, nicht wahr? Treten Sie ein, James. Danke, James. Stellen Sie das Tablett auf den Tisch. Verzeihung, Ma'am. Kenne ich Sie? Mein Name ist Kate O'Hara. Ich bin hier, um Sie zu warnen. Warnen, Ma'am? Wovor? Das ist ungeheuerlich. Woher haben Sie das? Wir wurden von mexikanischen Banditen erpresst. Als wir sie in Blackwater gestellt haben, haben wir die Papiere, die vor ihnen liegen, gefunden. Und das soll ich ihnen glauben? Was sollen wir ihrer Meinung nach tun? Verschieben Sie Ihre Rede, Mr. President. Geben Sie meinen Freunden etwas Zeit, die Attentäter zu finden. James? Amigos, worauf warten wir eigentlich? Darauf, du Rind! Lasst uns Mexikaner jagen! Sagt er zum Mexikaner. Ich bin Pablo Sanchez! Ja, du bist Pablo Sanchez. Also, gut, folgendes. Die Mission hat es genauso in sich. Hier brauchen wir gar nicht lang gehen. Hinter diese Menschenmassen. Nein. Wir gehen hier lang. Haben natürlich das Problem mit dem da oben. Und wir haben Hockey verloren. Warum haben wir nur schnell Hockey verloren? Das tut so weh. Nicht längst lassen. Ah, wir haben halt Sanchez, den Trampel. Der hier, die laufen immer so aus. Besser, ich suche einen anderen Weg. So. Adelante! Bin ich hier richtig? Gut.
angekommen. Die sind schon extrem fies. Gute Nacht. So, der liegt perfekt. Der liegt da, wo ihn kein Mensch sehen kann. Ist das geil oder ist das geil? Okay, jetzt versuchen wir mal den Kollegen hier auch noch. Oder, Moment mal. Ach, nervt nicht. Ah, guck an. Der Assi guckt sich auch immer und ich räume nicht den ganzen Balkon ab. Nur wegen so einem Idioten, der hier ein bisschen rum. Moment, ich muss. Wenn ich hier unten. Ich will ja hier unten vorbei. Ich muss den niederschlagen. Im Umkehrschluss heißt es, ich muss den niederschlagen. Im Umkehrschluss heißt es, ich muss den niederschlagen. Und das auch alles möglichst schnell. Also. Ach, das gö. Scheiß Arschloch. Wer ist derjenige? Du warst es. Also, ich habe viel Zeit. Jetzt guckt er sich nur für kurz um, gell? Ja, scheiße, es hätte genau gepasst. Und der ist dann auch noch so laut, dass der eine merkt. Also gut. Vergessen wir das also wieder. Oh ja, schnell! Adelante! Und verziehen uns. Oh, Sanchez, du alter Trampel. Das geht doch auf keine Kuhhaut, oder? Vamos! Adelante! Ja, komm mal her. Oh mein Gott, hat bitte. Ich habe jetzt habe ich das Tongerät umgeworfen. Kein Problem. Das wär schon lustig geworden. Jetzt bin ich gerade am Tongerät hängen geblieben, hab's gerade noch so auffangen können. Ich komme! Vamos! Oh ja, nein, schnell, Depp. Schnell! Jetzt hat's ihn irgendwie nicht interessiert. Ja, deinen Plan. Gibt's doch nicht, oder? Tja, haben wir irgendeine Combo-Action, die wir machen können? Nix von Belang. Schön langsam. Zaubermänner, ja, die wird noch wichtig. Die wird nachher noch wichtig. Vamos. Gut, der Sheriff, der braucht uns eigentlich nicht zu interessieren. Was zum Schön langsam. Das bringt's nicht. Vamos. So. Dame paso. Riecht gut. Vamos. Nicht zum Besten. Das war jetzt natürlich scheiße getimed. Ich wollte ja warten, bis der sich bin ich hier richtig umgedreht hat. Der scheiß Sheriff. Alter, der ist ja so besoffen. Das gibt's doch nicht. Alter, der ist ja nur nutzlos, oder? Komm, den erlöse ich einfach hat mal. Hat jemand einen Plan? So, gute Nacht. Wie soll das gehen? Der Sheriff, der ist tot. Der hat ordentlich auf die Gosch gekriegt. Sind meine Muskeln schon wieder gewachsen? Ja, ist gut. Adelante! Was ist, wenn ich den... Das sind, die laufen so scheiße synchron. Ja, es geht nicht, die sind zu schnell. Aber ich könnte eine Combo-Action starten. Bin doch bescheuert, oder? Bin ich blöd? Hat jemand einen Plan? Wir haben hier noch etwas, das nennt sich... Was soll Sanchez machen? Oh mein Gott, Sheriff, der ist ja nur, so, der ist ja nur besoffen, oder? Soll ich Gute noch Nacht. Für alle Fälle? Was zum Nachladen? Nur für den Fall, der könnte schon noch Ärger machen, wenn wir nicht aufpassen. Beeilung. Dann wollen wir mal. Gut. Dieses dynamische Duo müssen wir dringend ausschalten. Das gibt's doch nicht. Okay, ich schlag den scheiß Sheriff nicht nieder. Hat jemand einen Plan? Das rentiert sich nicht. Da komme ich einen anderen Weg geben. So.
So. Die sich beeilen. Auf geht's. Vorwärts. Ich bin Pablo Sanchez. Schneller geht's nicht. Zu viele Muskeln. Zur Sache jetzt. Die gehören mir. Dachte schon, ich muss sie totschlagen. Na, also. So. Was soll Sanchez machen? Alter, der Sheriff. Hat er so eingeschränkte Kabum. Handlung. Also gut. Schnell den fesseln. Jetzt ist aus. Das heißt, langsam den fesseln. Dass sie das nicht mitkriegen. Einfach Sam fragen. Gut. Dann machen wir jetzt mal weiter. Und versuchen das, was wir vorhin schon hätten machen sollen. Die hier niederschlagen, die, wo uns diese blöden Deputies natürlich von abgehalten haben. Und währenddessen. Du schnappst dir den. Gehst hier hin. Ach, das geht nicht in der Combo Action. Ja, okay, dann machen wir erstmal hier die hier. Schnell, schnell! So. Und jetzt. Sind meine Muskeln schon wieder gewachsen? Nein, nicht hinknien. Schnapp dir den. Und umgeguckt. Schade. Es geht nicht. Also es geht nicht. Wir suchen uns auch einfach nicht weiter. Das braucht man nicht. Das braucht man echt nicht machen. Aber wir können jetzt endlich mal die Quick Action hier ausprobieren. Sodele. Jetzt machen die das jetzt ja vollautomatisch, wird das alles erledigt. Vollautomatisch. So, John schnappt sich noch den letzten, den dicken. Den Sheriff mit den Kopfschmerzen. Mit den doppelten Kopfschmerzen. Also gut, weißt du, der hier nicht wäre. Aber ihr könnt jetzt hier hinten vorbeischleichen. Da ist ja der hier. Wie machen wir das?